Ich finde es ja so Wahnsinn, dass die Komödie am Kudamm so lange schon im Exil ist. Wir waren ja auch im Schillertheater im Exil. Und das Schillertheater ist ein ganz besonderer Ort. Und an jedem Abend, als wir Münchhausen spielten, ich in der Maske saß und schon fertig gemacht wurde. Und ich saß komplett in meinem Gefängniskostüm fertig, wollten die Perücke aufsetzen und auf einmal macht es wuh! Und es ist schwarz. Und es ist dunkel. Und auf einmal ging so die Sicherheitsbeleuchtung an. Gänge sind alle rot. Und dann macht es wii, wii, wii. Verlassen Sie bitte das Gebäude, verlassen Sie bitte das Gebäude. Und wir waren so, ah ja, okay, gut, spielen wir heute noch oder nicht? Dann waren wir alle im Hof und haben gewartet. Und ganz viele Feuerwehrmänner, Frauen kamen raus und rollten Schläuche aus. Es gab einen Kabelbrand. Und das Besondere an dem Abend war aber nicht, dass die Vorstellung leider ausfiel, sondern wir sind zusammen nach vorne gegangen und haben jeden einzelnen Zuschauer, der kam, an dem Abend halt begrüßt. Und dann kam da eine Gruppe Jugendlicher, die unbedingt das Stück angucken wollten und nur den Abend in Berlin waren. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen in die Schillerklause. Und sind in die Kneipe nebenan gegangen, haben mit ihnen geredet und diskutiert und den Abend gefeiert. Und sie haben 2 Stunden quasi exquisit uns gehabt. Und das ist etwas ganz Besonderes, das hast du nicht überall. Und das hört man nur an der Komödie.